Vor längerer Zeit unterhielten sich Janina Sieber und ich einmal über das Projekt der Edition der Schrift De Lepra des Methodios von Olympos, das sie mit Anna Jurawel gemeinsam bearbeitet. Dabei kamen wir auch auf das Problem zu sprechen, dass man über Methodios als historische Person nur wenig weiß und dass überhaupt nur eines seiner Werke vollständig überliefert ist, nämlich das sogenannte Symposion. Ein philosophischer Traktat, in dem 10 heilige Jungfrauen im Garten der Tugend über die Keuschheit diskutieren. Dann sprachen wir darüber, dass Methodios von Olympos, der im byzantinischen Osten allgemein als Methodios von Patara bezeichnet wird, später vielleicht nicht der berühmteste unter den frühen Theologen war und die meisten Menschen seine Schriften gar nicht kannten, wohl aber ein Werk, das ihm fälschlich zugeschrieben wurde, den sogenannten Pseudo-Methodios. Es handelt sich dabei um einen apokalyptischen Text, der im späten 7. Jahrhundert nach Christus entstand und den nahenden Weltuntergang mitsamt den ihm vorausgehenden Ereignissen beschreibt. Seine Prophezeiungen wurden jahrhundertelang gelesen, auch verändert und erweitert. Und das selbst dann noch, zu einer Zeit, als der Weltuntergang in der Vorstellung der Leser schon längst hätte eingetreten sein müssen. Zuletzt sagte ich damals zu Frau Sieber, der Methodios wird erst als Pseudo-Methodios wirklich gut. Diese Worte muss sie sich zu Herzen genommen haben, denn einige Zeit später wurde ich von Frau Bracht und ihr eingeladen, auf dieser Tagung über Methodios von Olympos zu sprechen und dem Publikum zu erklären, was am Pseudo-Methodios so viel besser ist als am echten. Um uns ein Bild von der Verbreitung dieses Pseudo-Methodios zu machen, sollten wir zunächst einen Blick in die Datenbank Pinakes werfen, die heute ja schon erwähnt worden ist. Das ist ein Projekt der französischen Kollegen in Paris, das es sich zum Ziel gesetzt hat, alle Handschriften der Werke der antiken und mittelalterlichen griechischen Literatur zu erfassen. Dort werden für Methodios von Olympos über 220 Handschriften genannt. Sie sehen hier links, 220 ist noch angezeigt, wobei allerdings knapp 2 Drittel aus der nachbyzantinischen Zeit stammen, also aus dem 16. Jahrhundert oder später und schon ein Ergebnis der neuzeitlichen Forschung sind. Und bei näherem Hinsehen stellt man fest, dass mehr als die Hälfte dieser Handschriften eben gar nicht den authentischen Methodios überliefert, sondern den Pseudo-Methodios und andere apokalyptische und prophetische Texte. Aber was ist nun der Inhalt der Prophezeiung des Pseudo-Methodios? Wann und wo ist dieser Text entstanden und vor allem warum? Wir wissen alle, dass die ersten Christen in der Erwartung des nahen Weltendes lebten. Aber das Weltende kam nicht. Und stattdessen wechselten sich im Römischen Reich über lange Zeit hinweg Phasen der Verfolgung und der Möglichkeit zur ungehinderten Entwicklung der Gemeinden ab. Im Lauf der Zeit entstanden verschiedene Berechnungen, wann das Ende der Welt denn wohl eintreten würde. Wichtig wurde dabei vor allem seit dem 3. Jahrhundert das Konzept des Chiliasmus oder Millenarismus, das etwa Folgendes besagt. Die Welt ist in 7 Tagen erschaffen worden, also dauert sie auch 7 Tage. Und weil es in einem Psalm heißt, 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag, dauert die Welt 7000 Jahre. Und davon ist der letzte 7. Tag Gottes Reich, entsprechend dem letzten Tag der Schöpfung, dem Tag des Herrn. Vorher aber kommt im Jahr 6000 der Antichrist und mit ihm das Ende unserer Welt. Und Christus erscheint einen halben Tag zuvor, im Jahr 5500 auf der Welt. Auf dieser Grundlage wurde mit den unklaren und oft widersprüchlichen Zahlenangaben des Alten Testaments so lange gerechnet, bis die historisch nur ungefähr bekannte Geburt Christi ins Jahr 5500 fiel. Und so kommt es zur Entstehung mehrerer Weltähren, die der christlichen Chronistik zugrunde liegen und die auf verschiedene Weise das Problem zu lösen versuchen, wie dieser Ansatz mit den anderen Elementen der christlichen Zeitrechnung in Übereinstimmung gebracht werden kann, vor allem mit der Berechnung des Osterdatums.
Für das Ende der Welt, das auf diese Weise berechnet wurde, ergibt sich ein Termin kurz vor dem Jahr 500 unserer heutigen christlichen Ära. Der lag aber zum Zeitpunkt, als die Erfinder dieser Ähren lebten, noch gut 200 Jahre in der Zukunft und wirkte deshalb nicht weiter bedrohlich. Auch der historische Methodios von Olympos spricht im Symposion einmal vom Kommen Christi im 7. Jahrtausend, ohne deswegen genaue chronologische Berechnungen anzustellen. Zur Zeit seines Lebens bestand das Römische Reich seit über 200 Jahren etwa im gleichen Umfang und hatte nach einer schweren Krise im 3. Jahrhundert unter der Herrschaft der Tetrarchen wieder zu größerer Stabilität gefunden. Nach einer letzten heftigen Verfolgungswelle, der 311 oder 312 auch Methodios zum Opfer gefallen sein soll, wurde das Christentum schließlich legalisiert. Und bald danach begann unter der Regierung Konstantins des Großen und unter seinen Nachfolgern der Weg zur Christianisierung des Reichs. Die relative Stabilität des Staats endete aber wieder im späten 4. Jahrhundert. Im Zug der sogenannten Völkerwanderung drangen germanische Stämme in großer Zahl ins Land ein und konnten bald kaum mehr integriert werden. 395 wurde das Römische Reich unter die Mitglieder der Theodosianischen Dynastie aufgeteilt. Und während sich der Osten mit Konstantinopel als Hauptstadt halten konnte, fielen im Westen immer mehr Gebiete an die Germanen. Rom wurde zweimal, 410 und 455, erobert und geplündert, erst von den Goten, dann von den Vandalen. Zuletzt wurden nur noch Teile von Italien und Gallien von den Römern direkt beherrscht. Und schließlich wurde 476 der letzte römische Kaiser im Westen von einem germanischen Heerkönig gestürzt. Italien fiel bald danach an die Ostgoten, Gallien an die Franken. Und nur im Osten bestand das Römische Reich weiter. Wenige Jahre danach, etwa um 490, sollte nun aber nach den Ideen des Chiliasmus das Ende der Welt kommen. Und das führte, wie wir aus verschiedenen Quellen wissen, zu großer Unruhe und zu apokalyptischen Befürchtungen in der Bevölkerung. Aber, auch das wissen wir, das Ende trat damals nicht ein. Ganz im Gegenteil, unter dem Kaiser Justinian, der seit 527 regierte, schien das Römische Reich zur alten Größe zurückzufinden. Nordafrika wurde von den Vandalen erobert, die kaiserlichen Truppen landeten in Italien und vertrieben die Goten aus Rom und aus Ravenna. Dann freilich blieb der Eroberungsfeldzug stecken und konnte nur mit Mühe und nur teilweise erfolgreich beendet werden. Zum einen wegen eines Angriffs der persischen Sassaniden im Osten, zum anderen wegen der großen Pest von 542, die viele Opfer forderte und erneut apokalyptische Befürchtungen über das Ende der Welt entstehen ließ. Bald nach dem Tod des Kaisers Justinian im Jahr 565 ging durch eine neue Invasion, diesmal der Langobarden, Italien wieder zum größten Teil für die Römer verloren. Ein neuer Krieg mit den Sassaniden brach aus und slawische Stämme drangen in die Balkanhalbinsel ein. Der Staat geriet zunehmend ins Wanken und als es den Sassaniden nach 610 gelang, Syrien und das Heilige Land, später auch Ägypten zu besetzen, da schien das Ende des Römischen Reichs gekommen. Aber im Jahr 626 scheiterte der Versuch der Awaren, Konstantinopel selbst zu erobern. Und danach gelang es dem Kaiser Heraklios, durch Angriffe auf das persische Kernland die Sassaniden zum Abzug aus dem Nahen Osten zu bewegen und die von ihnen 614 entführte Reliquie des Heiligen Kreuzes nach Jerusalem zurückzubringen. Auf dieser Skizze hell sehen Sie das Gebiet, das damals geräumt und an die Römer noch einmal zurückgegeben wurde. Der Sieg kam aber nach all den vorangegangenen katastrophalen Ereignissen so unerwartet, dass er die Furcht vor dem Untergang der Welt nicht beendete, sondern nur noch weiter anheizte. Denn der Sieg des Heraklius wurde von vielen Menschen offenbar als ein letztes sich aufbäumen des Römischen Reichs vor dem Kommen des Antichrist wahrgenommen, auf das im Gedankengut des Chiliasmus bald Gottes ewiges Reich folgen musste. Was man jetzt erwartete, war letztlich das, was man vor gar nicht langer Zeit im Zusammenhang mit den Ereignissen von 1989, 1990
das Ende der Geschichte genannt hat. Es ist die Erwartung eines für immer andauernden Idealzustandes, damals des ewigen Friedens im fortbestehenden Römischen Reich, so wie es in unserer Zeit der Glaube an den Sieg des westlich-liberalen Gesellschaftsmodells auf der ganzen Welt war. In beiden Fällen nahmen die Ereignisse aber einen anderen Fortgang, oder sie tun es heute noch. Heraklios regierte nach seinem Sieg noch über 10 Jahre, aber von Frieden konnte keine Rede sein. Denn bald begann die Expansion der islamischen Araber. Das heißt, sie hatte schon während der Perserfeldzüge begonnen, war nur recht nicht wahrgenommen worden. Syrien und das Heilige Land gingen noch zu Lebzeiten des Heraklios wieder verloren, Ägypten bald nach seinem Tod 641. In den apokalyptischen Texten dieser Zeit, die im syrischen Raum und auf Syrisch verfasst wurden, kommt nun ein wichtiges neues Motiv hinzu. Dort heißt es, der letzte römische Kaiser verlässt Konstantinopel, zieht nach Jerusalem und legt vor seinem Tod die Krone auf dem Altar der Auferstehungskirche nieder. Danach kommt der Antichrist, das Ende der Zeiten und Gottes Reich. Es liegt nahe, hier eine Anspielung auf Heraklios und auf die Rückführung des Heiligen Kreuzes nach Jerusalem zu sehen. Die direkte Quelle ist allerdings wohl eine kurz vorher entstandene syrische Version des antiken Alexander-Romans. Dieser Roman stammte ursprünglich aus dem hellenistischen Alexandria und hatte vor allem den Zweck, Alexander den Großen als legitimen Herrscher von Ägypten zu propagieren. Und zwar mit Hilfe der Behauptung, der letzte von den Persern kurz zuvor vertriebene Pharao Nektanebo sei inkognito an den Hof von Alexanders Vater Philipp nach Makedonien gekommen, habe dort als Zauberer gelebt, sei Philipps Frau Olympias bei günstiger Gelegenheit in der Gestalt des Gottes Ammon zu nahe getreten und Alexander sei in Wahrheit sein Sohn. In der Spätantike nimmt diese Geschichte dann jüdische und christliche Elemente auf, bis Alexander zuletzt zum Prototyp eines christlichen Herrschers noch in der Zeit vor Christus wird. Da ist etwa die Behauptung, Alexander habe auf dem Weg zur Eroberung von Ägypten den jüdischen Tempel in Jerusalem besucht worden. Er sei dort von den Hohenpriestern empfangen worden und er habe den einen Gott verehrt. Eine Episode, die zuerst von dem jüdischen Historiker Josephus Flavius Josephus erzählt wird und die über den Kirchenhistoriker Eusebius auch in christliche Quellen eingedrungen ist. Ein weiterer Zusatz zum Alexander-Roman, der zuerst wieder in der erwähnten syrischen Version greifbar ist, berichtet, wie Alexander die unreinen Völker Gog und Magog durch eine eiserne Mauer zwischen zwei Bergen im Kaukasus für immer am Eindringen in die zivilisierte Welt gehindert hat. Gog und Magog werden ja beim Propheten Ezechiel erwähnt und die Apokalypse des Johannes spricht davon, dass sie am Ende der Welt vom Satan befreit und auf die Menschheit losgelassen werden. Diese Episode von Gog und Magog dürfte zu einer Zeit in die Alexandergeschichte eingefügt worden sein, als die Römer auch im Kaukasus kämpfen mussten. Und das war in der Zeit des Heraklios. Auf diese Weise wird Alexander auch zum apokalyptischen Helden und Heraklios mit ihm. Die militärischen Erfolge des Heraklios waren aber, wie schon gesagt, nur von kurzer Dauer. Die islamischen Araber eroberten innerhalb von 20 Jahren das Reich der Sassaniden in Persien vollständig und drangen gleichzeitig tief in das Römische Reich vor. Kleinasien konnte nur mit Mühe verteidigt werden, auch Konstantinopel wurde wieder bedroht. Erst in den Jahren nach 685 gab es für das Römische Reich und für die Christen unter islamischer Herrschaft vorübergehend neue Hoffnung, als die Römer unter dem Kaiser Justinian II. Erstmals wieder in die Offensive gingen und einige Gebiete in Nordsyrien zurückeroberten. Aber diese Hoffnung brach durch eine schwere Niederlage der Römer im Jahr 692 und durch die folgende Repressionswelle gegen die Christen im Kalifat schnell wieder zusammen. Genau aber in dieser Zeit, in der kurzen Spanne zwischen 685 und 692, entstand nun der Text des Pseudo-Methodios, und zwar im Milieu
syrischer Christen im Kalifat, vielleicht am Berg Sinjar bei Nisibis. Denn dorthin soll Gott, wie es im Text heißt, seinen Engel gesandt haben, um Methodios die Offenbarung zu übermitteln. Und was hier erzählt wird, ist nichts anderes als eine Chronik, in der die Geschichte der Welt von ihrem Anfang bis zum Ende dargestellt wird, wenn auch sehr knapp und auf das kommende Ende konzentriert. Für die christlichen Chroniken, deren Zeitrechnung auf den Ideen des Chiliasmus beruhte, gab es ja ein grundsätzliches Problem. Nach ihrer Vorstellung war die Welt zeitlich auf 7000 Jahre begrenzt. Eine vollständige Geschichte musste deshalb vom Anfang bis zum Ende reichen. Aber weil das Ende der Welt noch nicht stattgefunden hatte, waren alle Chroniken sozusagen unvollständig. Aber nicht so der Pseudo-Methodios. Dort wird erst summarisch und nach Jahrtausenden gegliedert die Geschichte vom Anfang der Welt bis zu Alexander dem Großen erzählt. Mit einer starken Betonung der Verderbtheit der Menschen und reichlich mit Gewalt- und Untergangsfantasien garniert, die ich Ihnen hier ersparen möchte. Dann springt der Text in die Zukunft und wird zu einer Prophezeiung des Weltendes am Anfang des 7. Jahrtausends, in der sich die realen Ereignisse des 7. Jahrhunderts deutlich erkennen lassen. Die Ismaeliten, das heißt die Araber, erobern das Reich der Perser vollständig. Auch die Römer werden zunächst von ihnen geschlagen. Dann aber besiegen die Römer die Ismaeliten und verhindern das Eindringen der unreinen Völker Gog und Magog aus dem Norden. Schließlich begibt sich der Kaiser nach Jerusalem, wo nach seinem Tod und der Auffahrt des wahren Kreuzes in den Himmel erst der Antichrist an die Macht kommt, bevor Gottes Sohn in seinem Ruhm erscheint und die Geschichte der Welt endet. Der Text verwendet in diesem Schlussteil die merkwürdige Datierung nach Jahrwochen, das heißt nach Siebenergruppen von Jahren, und datiert das Kommen des Antichrist in die 10. Jahrwoche seit dem Beginn der Angriffe der Ismaeliten. Und da die Hedschra, der Beginn der islamischen Zeitrechnung, in unser Jahr 622 fällt, kommen wir genau in jene Zeit, die sich aus den Anspielungen im Text vermuten lässt, nämlich in das Jahr 692. In der Darstellung des Pseudo-Methodios gibt es aber nach Alexander dem Großen eine große Lücke von über 900 Jahren. Die ganze hellenistische und römische Zeit fehlt. Das heißt, vom ersten Kommen Christi, von der Verfolgung der Christen im Römischen Reich und von dessen Bekehrung zum Christentum ist mit keinem Wort die Rede. Auch der historische Methodios fällt in diese Lücke. Aber dadurch beziehen sich immerhin die Teile des Textes, die sich als Berichte über schon Ergebenes ausgeben, auf Ereignisse vor seiner Lebenszeit und die Prophezeiung auf Ereignisse danach. Die Frage, die sich im Zusammenhang mit einer Tagung über den echten Methodios vielleicht am drängendsten stellt, besteht wohl darin, warum gerade er als Autor dieses merkwürdigen Textes ausgegeben wird. Wahrscheinlich lässt sich die Zuschreibung dadurch erklären, dass der echte Methodios die Wiederkunft Christi im Jahr 6000 erwähnt hat und dass er als Märtyrer gestorben ist. Aber was ich Ihnen im Folgenden berichten werde, hat mit ihm und seinem Werk überhaupt nichts zu tun. Im Pseudo-Methodios wird, anders als in den älteren syrischen Apokalypsen, die legendäre Geschichte von Alexander dem Großen nicht nur stillschweigend als Vorbild für die Erzählung vom Zug des letzten Kaisers nach Jerusalem benutzt. Nein, Alexander tritt selbst als prominente Figur auf, und zwar in einer Weise, die stark von der Version des antiken Romans abweicht. Hier ist sein Vater nicht der letzte Pharao Netanebo und seine Mutter die Olympias, sondern sein Vater ist wirklich Philipp von Makedonien, seine Mutter aber eine Äthiopierin namens Huseth. Darüber, wie Huseth nach Makedonien gekommen ist und warum sie mit Philipp verheiratet war, verliert die Erzählung kein Wort. Dafür wird aber erzählt, sie habe später nach Philipps Tod Byzas geheiratet, den Gründer der Stadt Byzantion. Und die gemeinsame Tochter Byzantia sei später die Gemahlin des Romulus geworden, des Gründers von Rom. Das ist natürlich kompletter Unsinn. Romulus und Byzas sind nicht nur sowieso
komplett fiktive Personen und sie müssten auch beide nach der Legende mehrere hundert Jahre voneinander getrennt und früher gelebt haben. Der Zweck dieser Geschichte ist aber eindeutig. Byzantion, die Vorgängersiedlung von Konstantinopel und Rom in der Geschichte unterzubringen. Und propagiert wird hier, der alten jüdischen Vorstellung von den vier Reichen folgend, eine Weltherrschaft von Makedonen, Griechen, Römern und Äthiopiern. Dass Äthiopien hier genannt ist, muss wohl damit erklärt werden, dass es zur Zeit des Pseudo-Methodios der einzige christliche Staat im Nahen Mittleren und Osten gewesen ist und offenbar in der Vorstellung des Autors nach der Vertreibung der Araber in das zukünftige Friedensreich der Römer aufgenommen werden sollte. Der Pseudo-Methodios wurde, wie gesagt, um das Jahr 692 in Syrien und auf Syrisch verfasst. Schon im Jahr 718 oder kurz danach wurde er ins Griechische, sehr bald auch ins Lateinische übersetzt. Die älteste erhaltene Handschrift der lateinischen Fassung lässt sich auf das Jahr 727 datieren. Und seine Prophezeiungen sind in Westeuropa viel auf den Kampf mit den Moslems in Italien und in Spanien bezogen worden. In der griechischen Fassung aber spielt Konstantinopel, das im syrischen Original durch die Geschichte von Husef und Byzas schon am Rand vorkommt, eine noch erheblich wichtigere Rolle. Diese Übersetzung ist offenbar in Konstantinopel entstanden und aus der Sicht eines Bewohners der Stadt geschrieben, der dort die massive Belagerung durch die Araber in den Jahren 717 und 718 miterlebte. Denn er fügte einen längeren neuen Abschnitt hinzu, in dem nicht nur, wie in den älteren Texten, der Untergang der Welt mit dem Untergang des Römischen Reichs gleichgesetzt wird, sondern die darauf hinführenden Ereignisse auch teilweise nach Konstantinopel verlegt sind, der Hauptstadt dieses Reichs, und dort an konkrete Örtlichkeiten geknüpft werden. In dem Teil dieses Zusatzes, der von Konstantinopel handelt, wird die Stadt nach ihrem legendären Gründer Byzas genannt. Ismael ist die Personifikation der angreifenden Araber. Ich zitiere: Wehe dir, Byzas, dass Ismael dich erobern wird. Denn jedes Pferd Ismaels wird übersetzen. Und das erste von ihnen wird sein Zelt dir gegenüber aufschlagen, Byzas, und mit dem Kampf beginnen, das Zylokerkos-Tor zerschmettern und bis zum Rind eindringen. Dann wird das Rind laut muhen und der Xerolophos wird brüllen, weil sie von den Ismaeliten in Stücke gehauen werden. Aber da wird eine Stimme vom Himmel kommen und sagen, mir genügt diese Rache. Und da wird der Herr Gott die Feigheit der Römer wegnehmen und in die Herzen der Ismaeliten werfen. Und die Tapferkeit der Ismaeliten wird er in die Herzen der Römer werfen. Und sie werden sich umwenden, sie aus ihrem Land vertreiben und gnadenlos in Stücke hauen. Soweit das Zitat. Das Xylokerkos-Tor, das lag im Südwesten der Stadt. Der Name bedeutet hölzerner Zirkus und bezieht sich wohl auf eine solche Anlage draußen vor der Stadt, die auch später nochmal erwähnt wird. Das Rind, das ist der alte Viehmarkt, auf Griechisch Bus. Und der sogenannte Xerolophos oder trockene Hügel ist eine Anhöhe, auf der sich damals ein Forum mit der großen Triumphsäule des Kaisers Arkadios erhob. Über die arabische Belagerung von Konstantinopel in den Jahren 717 und 718 gibt es einen ausführlichen Bericht in der Chronik des Theophanes. Darin ist von einem Angriff auf der ganzen Länge der Landmauern die Rede. Einzelne Tore werden nicht mit Namen genannt. Es ist aber anzunehmen, dass auch damals die Stadt an ihren bekannten Schwachstellen attackiert wurde, nämlich im Tal des Bachs Lykos und am Nordende der Mauer bei den Lachernen, so wie das 626 die Awaren getan hatten und wie es noch 1453 die Osmanen tun sollten. Weshalb wird dann im Text das Xylokerkos-Tor als der Ort ausgegeben, an dem die Araber in die Stadt eindringen? Das Haupttor von Konstantinopel, das Goldene Tor, stand an einer ufernahen Straße, die bis zum Bau der Mauern in den Jahren zwischen 408 und 413 keine größere Bedeutung besessen hatte.
Das Xylokerkos-Tor dagegen wurde damals im Zug einer alten römischen Land- und Heerstraße gebaut und sicher auch danach wegen seiner günstigeren Lage für die Ein- und Auszüge von Truppen gegenüber dem Goldenen Tor bevorzugt. Beide Tore, das Xylokerkos-Tor und das Goldene Tor, stehen noch heute und sie werden in den späteren apokalyptischen Texten immer wieder zusammen genannt, wenn es um die zukünftige Eroberung von Konstantinopel geht. Und dabei wurde die Fantasie der Autoren offenbar durch den Gegensatz von Holz und Gold, von Xylon und Chrysos, angeregt. Ob es jemals einen größeren Angriff von Feinden gerade auf das Xylokerkos-Tor gegeben hat, wissen wir nicht. Aber die Prophezeiung des Pseudo-Methodius führte dazu, dass man später allgemein glaubte, die Eroberer der Stadt würden eines Tages in der Zukunft durch das Xylokerkos-Tor eindringen. Und so kam es, dass im Jahr 1189, als sich die Kreuzfahrer des dritten Kreuzzugs unter Friedrich Barbarossa der Stadt näherten, dieses Tor auf Befehl des Kaisers Isaak Angelos vermauert wurde, und zwar, wie ein zeitgenössischer Historiker sagt, wegen einer alten und unsinnigen Prophezeiung. In Parenthese, das Tor blieb danach mit kurzen Unterbrechungen bis zum Jahr 1886 verschlossen. Und weil bald nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 das Goldene Tor zur Festung ausgebaut und für immer blockiert wurde, gab es seitdem im ganzen südlichen Bereich der Landmauer kein Tor mehr, das im Inneren der Stadt auf eine Straße geführt hätte. Die ganze südwestliche Ecke von Konstantinopel wurde vom Durchgangsverkehr abgeschnitten und fiel in eine Art Dämmerschlaf, der bis heute andauert. Sie können sich davon überzeugen. Inzwischen ist das Tor zwar wieder offen, aber für den Straßenverkehr zu eng und die einst von der Stadt dorthin führende Straße, die tatsächlich auf der alten Trasse ein langes Stück in der Stadt verläuft, endet kurz vorher. Es ist wirklich erstaunlich zu sehen, welche Folgen die Prophezeiungen des Pseudo-Methodios bis in unsere Tage auf die Istanbuler Verkehrsplanung haben. Der erste von den Arabern in der Stadt erreichte Punkt, den die Prophezeiung erwähnt, ist das Rind, also der erwähnte Viehmarkt. Aber der Ort liegt von der Mauer schon fast 3 Kilometer entfernt. Und eine ganze Reihe von Monumenten und Bauten, die der Zug der eindringenden Krieger berührt haben müsste, wird übergangen. Darunter auch noch das damals existierende Tor der alten Stadtmauer aus der Zeit Konstantins und das Forum des Arkados auf dem Xerolophos. Warum ist das so? Auf dem Viehmarkt hatte spätestens seit dem frühen 5. Jahrhundert die Statue eines Rinds aus Bronze gestanden, die zur Zeit des Pseudo-Methodios aber schon verschwunden war. Mit der Folge, dass allerlei ältere, zum Teil schon seit Jahrhunderten umlaufende Legenden mit ihr verbunden wurden. Standbilder von Stieren oder Rindern werden in der Antike meistens mit dem Kult des orientalischen Gottes Baal assoziiert. Und oft werden sie mit magischen Praktiken oder grausamen Ritualen in Verbindung gebracht. Besonders bekannt ist die Sage über den Tyrannen Phalaris von Agrigent in Sizilien, eine historische Person im 6. Jahrhundert vor Christus. Er soll einem Kunstschmied namens Perillaos den Auftrag gegeben haben, einen Stier aus Bronze zu machen, den er dann zur Rotglut erhitzte, um seine ahnungslosen Gäste darin zu Tode zu foltern. Perillaos natürlich zuerst. Der Tod in einem glühenden Bronzestier wird später zum gängigen Motiv der christlichen Hagiographie. Und von einer ganzen Reihe Heiliger wird berichtet, sie hätten auf diese Weise ihr Ende gefunden. Auf diesem Bild ist es die heilige Pelagia von Tarsos. Der Viehmarkt in Konstantinopel wiederum diente im 7. und 8. Jahrhundert häufig als Hinrichtungsstätte. Und wenn die Chroniken von einem solchen Ereignis berichten, sprechen sie meistens nur von einer Hinrichtung en tovoi, was entweder auf dem Rind, also auf dem Platz oder im Rind bedeuten konnte. Da lag die Übertragung der Sage vom glühenden Bronzestier auf diesen Ort in Konstantinopel nahe. Und die Worte, da wird das Rind laut muhen und der Xerolophos wird brüllen im griechischen Pseudo-Methodios, sind ein eindeutiger Hinweis, dass das zur Zeit seiner Entstehung schon geschehen war.
Beim Angriff auf Konstantinopel, wie er hier beschrieben wird, drängen die Araber in die Stadt selbst ein und werden erst dort zurückgeschlagen. Danach erobert der römische Kaiser aber den ganzen Osten zurück und zieht nach Jerusalem. Von dort geht die Schilderung direkt weiter zum Auftreten des Antichrist, zur Wiederkunft Christi und zum Ende der Zeiten. Tatsächlich wurden die Araber 718 vor den Toren der Stadt abgewendet. Ein großer römischer Feldzug gegen das Kalifat fand danach aber nicht statt. Der Zusatz der griechischen Version des Pseudo-Methodius ist also wohl eher kurz vor oder während der Belagerung entstanden als danach. Und obwohl seine Prophezeiungen nicht eintraten, wurde der ganze Text jahrhundertelang weiter überliefert, immer wieder mit neuen Zusätzen versehen und an die veränderten historischen Umstände angepasst, auch unter anderem Namen als dem des Methodios überliefert. Bald nach der Entstehung des Pseudo-Methodios und der Belagerung von 717-18 begann der byzantinische Bilderstreit und dauerte mit einer Unterbrechung bis zum Jahr 842 an. An seinem Ende steht zum einen die Zuwendung zum theologisch begründeten Kult religiöser Bilder, zum anderen ein Aufblühen von Hagiographie und Hymnendichtung. Auch Methodios von Olympos, der Echte, wird seitdem mit einem liturgischen Gedächtnis am 20. Juni als Heiliger verehrt. Mit einem Hymnus zu seinen Ehren und mit einer kurzen biografischen Notiz, dem sogenannten Synaxal. Das Wenige, was diese Texte über sein Leben sagen, ist den authentischen Werken entnommen. Erst die neuzeitliche Version der Synaxarnotiz bezeichnet ihn als Verfasser einer Apokalypse und vermengt ihn so mit dem Pseudo-Methodios. In dieser Zeit, also im 9. Jahrhundert, lebten auch die einzigen bekannten Personen namens Methodios nach dem echten und nach dem Pseudo-Methodios. Das ist zum einen Methodios von Syrakus, der von 843 bis zu seinem Tod 847 Patriarch von Konstantinopel war. Sein fast zeitgenössisches Bild in der Hagia Sophia, das sehen Sie hier, das ist heute verloren und nur durch eine Zeichnung dokumentiert. Und zum anderen ist es Methodios von Thessaloniki, der mit seinem Bruder Konstantinos Kyrillos als Apostel der Slawen wirkte und 885 in Mähren starb. Beide Methodios waren Mönche und nannten sich sowohl erst seit dem Eintritt ins Kloster aus Verehrung von Methodios von Olympos. Kehren wir aber zu den byzantinischen apokalyptischen Texten in der Nachfolge des Pseudo-Methodios zurück. Ein wichtiges Motiv darin ist es, dass Konstantinopel auf 7 Hügeln gebaut sein soll. Dieser Gedanke ist zum ersten Mal schon kurz vor der Entstehung des syrischen Pseudo-Methodios bezeugt, in dem selbst aber nur bei einer jüngeren Bearbeitung einmal nachträglich eingefügt worden. Das Problem besteht in Wirklichkeit darin, dass es in Konstantinopel gar keine 7 Hügel gibt oder anders gesagt, dass man sie dort nur mit sehr starkem Willen erkennen kann. Diese 7 Hügel sind jetzt nicht, wie man annehmen möchte, eine Analogie zum alten Rom, sondern sie beziehen sich ursprünglich auf die Stelle in der Apokalypse des Johannes, wo es heißt, die 7 Häupter sind 7 Berge, auf denen das Weib sitzt. Hier spricht die Apokalypse vom sündigen Babylon. Und erst durch die Parallele zwischen Babylon und Konstantinopel, die von den apokalyptischen Texten nach dem Pseudo-Methodios gezogen wird, entsteht die Vorstellung von Konstantinopel als 7 Hügelstadt. Diese Vorstellung hat sich freilich über den Bereich der apokalyptischen Literatur hinaus nur wenig verbreitet. Und erst im 10. Jahrhundert stoßen wir auf einen Text, der einen Hinweis darauf gibt, wo sich diese Hügel in Konstantinopel überhaupt befinden. Es ist das Gedicht des um 931 verstorbenen Dichters Konstantinos von Rhodos, wo es an einer Stelle heißt, da ist ein langgestreckter Hügel, der wie ein Rücken durch die Stadt Konstantins kriecht, die goldgestaltige und glänzende. Es ist ein von Gott gestützter Hügel, versiegelt an seinem ersten Beginn mit der Kirche der Apostel. Und bald danach heißt es, ein sehr großer Hügel, der die 7 Zahl der Hügel beherrscht, denn innerhalb der schön gestaltigen und weisen Byzas-Stadt erheben sich 7 Hügel.
Er ist der erhabenste von den sieben Hügeln und steht als vierter inmitten der hochberühmten Stadt und übertrifft alle an Höhe und Breite, und er wird als erster von den lichtbringenden Strahlen der Sonne und den Fackeln des Mondes erleuchtet. Die Apostelkirche lag also auf dem vierten Hügel der Stadt, und das zeigt klar, dass schon damals die Hügel so gezählt wurden, wie wir es aus späteren apokalyptischen Texten kennen. Sechs von den sieben Hügeln von Konstantinopel sind die Erhebungen der Hügelkette auf der Nordseite der Stadt über dem Goldenen Horn, wobei der Hügel mit der Apostelkirche tatsächlich als der vierte gezählt wird. Und der siebte Hügel ist der Xerolophos, der weit im Südwesten jenseits des Lykosbaches liegt. Dass der Xerolophos als der siebte Hügel angesehen wird, führt dann im Lauf der Zeit zu einer Sonderrolle in der apokalyptischen Literatur. Jüngere, von Methodios abhängende Texte, wie zum Beispiel die sogenannte letzte Vision Daniels, erweitern die Szene der Vertreibung der Ismaeliten nämlich so. Die Stimme vom Himmel, die mit den Worten »Mir genügt diese Rache« das Abschlachten der Eingedrungenen beendet, fordert die Bewohner der Stadt auf, im rechten Teil der Stadt einen Mann zu suchen, der auf zwei Säulen steht, und zum Kaiser zu machen. Dieser Mann wird in der Hagia Sophia gekrönt, Engel geben ihm ein Schwert, er besiegt alle Feinde und treibt sie weit von der Stadt weg. 12 Jahre nach seinem Tod verlässt sein Sohn, der letzte Kaiser, am Ende der Tage Konstantinopel, um nach Jerusalem zu ziehen. Er übergibt die Herrschaft seinen Söhnen, die sofort in einen Bürgerkrieg geraten. Die Siebenhügelstadt wird zuletzt von einer schändlichen Frau regiert, der Hure Babylon. Dann versinkt sie im Meer und der Xerolophos geht als letztes unter. Ob sich die Angabe über den Ort, an dem dieser Kaiser der Endzeit gefunden wird, auf einen konkreten Platz in der Stadt bezieht, lässt sich nicht sicher sagen, denn es ist nicht recht klar, was mit der rechten Seite der Stadt gemeint ist. Dass der Xerolophos als letzter im Meer versinkt, verdankt er aber sicher der Tatsache, dass er der siebte und damit letzte Hügel der Stadt ist und dass er auch der trockene Hügel heißt, Xerolophos. Und deshalb muss der Xerolophos, der gar nicht die höchste Erhebung im Stadtgebiet ist, nach der apokalyptischen Sage bis zuletzt übrig bleiben. Und deshalb hat auch die Säule des Arkadios, die dort auf dem Forum stand, in besonderem Maß die Fantasie der Autoren angeregt, weit mehr als die Säule seines Vaters Theodosius auf dem Platz Tauchus weiter im Osten, obwohl diese ebenso groß und ebenso mit spiralförmig um den Schaft angeordneten Reliefs geschmückt war. Die Arkadiosäule stand noch bis zum Jahr 1715 und musste erst dann wegen Baufälligkeit abgerissen werden. Eine Merkwürdigkeit im Zusammenhang mit dem Xerolophos besteht im Übrigen darin, dass niemand weiß, wie er eigentlich zu seinem Namen gekommen ist. Denn trockener als die anderen Hügel von Konstantinopel ist er nicht. Außerhalb der apokalyptischen Texte war allerdings die Konstantinopler Säule mit dem höchsten ideologischen Prestige nicht die Säule auf dem Xerolophos, sondern die Säule des Stadtgründers Konstantin aus seinem Forum, das viel näher am alten Stadtzentrum lag. Diese Säule steht ja auch heute noch. Und so kommt es, dass die Säule Konstantins in der sogenannten Daniel-Diägese und einigen anderen späteren Apokalypsen deren Platz einnimmt. Das heißt, sie ist es, die beim Untergang von Konstantinopel bis zuletzt aus dem Wasser ragt. In den späteren Jahrhunderten trat die Tradition des Pseudo-Methodios und der von ihm abhängenden Texte dann teilweise hinter einer neuen apokalyptischen Sage zurück, nämlich der Sage vom weisen Kaiser und Zauberer Leon, einer Gestalt, die auf die historische Person des Kaisers Leons des VI. Zurückgeht, der von 886 bis 912 regiert hat. Dieser Leon war eine äußerst facettenreiche Persönlichkeit und betätigte sich unter anderem eifrig als Gesetzgeber und Literat. Die Bezeichnung als der Weise ist schon zu seinen Lebzeiten bezeugt. Und wir können davon ausgehen, dass auch die Sagenbildung um seine Person damals bereits eingesetzt hat. Leon der Weise verdrängte bald in der Lokalsage von Konstantinopel den antiken griechischen Philosophen Apollonios von Tyana als den legendären Urheber von Zauberstatuen und Talismanen
Und spätestens seit dem 12. Jahrhundert war unter seinem Namen eine Sammlung von rätselhaften Orakelsprüchen im Umlauf, die sogenannten Oracula Leonis. Der Titel ist wie immer in solchen Fällen neuzeitlich und westeuropäisch. Sie fanden ihre endgültige Gestalt aber erst in der nachbyzantinischen Zeit und auch hier versinkt die Stadt am Ende im Meer der Xerolophos zuletzt. Das oströmisch-byzantinische Reich erlebte vom 10. bis zum 12. Jahrhundert eine letzte Zeit der Blüte. Dann wurde 1204 Konstantinopel von den Rittern des Vierten Kreuzzugs erobert und geplündert, das Reich unter sie und die Venezianer aufgeteilt. 1261 konnte Konstantinopel zwar noch einmal zurückgewonnen werden, aber das wiedergegründete Reich konnte sich nicht mehr halten und schrumpfte immer weiter zusammen, bis es nur noch aus der Stadt Konstantinopel und einigen Gebieten im Süden Griechenlands bestand. Schließlich wurde Konstantinopel 1453 von den Osmanen erobert und das Reich existierte nicht mehr. In den letzten Jahren davor lebte die Erinnerung an die Prophezeiungen des Pseudo-Methodius und seiner Nachfolger unter dem Eindruck der Bedrohung durch die Osmanen wieder auf. Und sie ist besonders bei dem Historiker Dukas, einem Zeitgenossen der Ereignisse, immer wieder zu greifen. Da ist zum Beispiel die bekannte, heute in populären Darstellungen immer noch als real angenommene Geschichte von der kleinen versteckten Pforte, durch die die Verteidiger einen Ausfall unternahmen, aber danach vergaßen sie wieder zu verschließen, sodass die Osmanen in die Stadt eindringen konnten. Diese Pforte, die ganze Episode, kommt in keiner anderen Quelle vor. Und der Name Kerkoporta, also die Zirkuspforte, verweist eindeutig auf das Xylokerkos-Tor, das Tor des Holzzirkus, das ganz woanders zu lokalisieren ist. Tatsächlich drangen die Osmanen im Tal des Lykosbachs beim sogenannten Charisios-Tor in die Stadt ein, indem sie die Stadtmauer mit Kanonen niederschossen. Und noch stärker ist die apokalyptische Tradition bei der Schilderung dessen zu spüren, was nach Dukas in der Stadt nach dem Eindringen der Osmanen geschah. Ich zitiere: Es war noch früh am Morgen. Der Tag brach gerade erst an und während die Türken eindrangen und die Bürger Konstantinopels flohen, waren die ersten Römer auf der Flucht. Sie wollten zu ihren Häusern gelangen und Frau und Kinder mitnehmen. Als sie nun die Gegend des Tauros durchquerten und an der Säule mit dem Kreuz vorüberkamen, wurden sie, blutüberströmt wie sie waren, von den Frauen gefragt, was denn geschehen sei. Als diese dann jene verhängnisvolle Auskunft hörten, die Feinde sind innerhalb der Mauern der Stadt und schlachten die Römer ab, glaubten sie dem Boten zuerst nicht, sondern mehr noch, sie beschimpften und verhöhnten ihn als Unglücksboten. Als sie aber nach diesem einen zweiten und nach diesem noch einen alle blutüberströmt sahen, erkannten sie, dass sich der Becher des Zorns des Herrn ihren Lippen näherte. Alle Frauen und Männer also, Mönche und Nonnen, liefen hin zur großen Kirche und Männer und Frauen hielten ihre kleinen Kinder auf den Armen und ihre Häuser überließen sie jedem, der in sie eindringen wollte. Und man konnte jene Straße voll von einer dicht gedrängten Menschenmenge sehen. Dass sich aber alle in die große Kirche fürchteten, was hatte das für einen Grund? Vor vielen Jahren hatten sie von irgendwelchen Pseudo-Wahrsagern gehört, dass Konstantinopel den Türken ausgeliefert werde, dass diese mit Heeresmacht in es eindrängen und die Römer von ihnen niedergemacht würden, bis zur Säule Konstantins des Großen. Danach werde aber ein Engel mit einem Schwert herabsteigen und zusammen mit dem Schwert die Kaiserherrschaft einem unbekannten Mann übergeben, der gerade zu diesem Zeitpunkt an der Säule stehen werde, völlig unscheinbar und arm, und zu diesem sagen, nimm dieses Schwert und räche das Volk des Herrn. Dann würden die Türken kehrt machen, und die Römer würden sie verfolgen und niedermachen und sie sowohl aus Konstantinopel als auch aus den Gegenden des Westens und des Ostens vertreiben, bis an die Grenzen Persiens an einen Ort mit Namen Monodendrion, der einzelne Baum. Das, so glaubten einige, werde eintreten. Daher rannten sie los und rieten auch den anderen, loszulaufen. Das war die Überlegung der Römer, die sie schon vor vielen Jahren angestellt hatten und die jetzt in die Tat umgesetzt wurde, nämlich, wenn wir die Säule mit dem Kreuz, das heißt die Konstantinsäule,
Wenn wir die Säule mit dem Kreuz hinter uns lassen, werden wir dem drohenden Zorn Gottes entkommen. Das war der Grund für das Bestreben der Fliehenden, in die große Kirche zu gelangen. So füllte sich innerhalb einer Stunde jener riesige Kirchenraum mit Männern und Frauen, und oben und unten auf den ringsumliegenden Vorhöfen und überall befand sich eine Menschenmenge ohne Zahl. Sie schlossen die Türen und harrten aus in der Hoffnung auf Rettung durch ihn. Nun, die Rettung durch den neuen, unbekannten Kaiser fand ja, wie wir wissen, nicht statt. Konstantinopel wurde tatsächlich von den Osmanen erobert, die Hagia Sophia zur Moschee gemacht. Die apokalyptische Voraussage war damit aber nicht widerlegt, sondern sie lebte weiter in einer veränderten, den neuen Umständen angepassten Form. Das Erscheinen des Kaisers der Endzeit, der die Osmanen wieder aus der Stadt vertreiben und das Römische Reich wiederherstellen sollte, wurde jetzt einfach in die Zukunft verlegt. Und mehr noch, er wurde mit dem letzten Kaiser, Konstantinos Palaiologos, identifiziert, der 1453 im Kampf gegen die Osmanen gefallen war. Konstantinos, so hieß es, sei nicht wirklich tot, sondern er werde von Gott aufbewahrt, um eines Tages die Griechen wieder aus ihrer Sklaverei zu befreien. Er werde, wenn die Zeit gekommen ist, erscheinen, nachdem er nackt und einem Toten gleich lange Zeit im Westen der Stadt in einem Felsen verborgen war. Am Ende der Entwicklung steht dann die Vorstellung, dass der letzte Kaiser schlafend und zu Marmor erstarrt in einer Höhle beim Goldenen Tor sitzt, die von den Türken nicht entdeckt werden kann und auf seine Wiederauferweckung wartet. Und wenn ich das vielleicht hier mal so sagen darf, da sitzt er wohl immer noch. Das ist der lange Weg, den die Prophezeiung des Pseudo-Methodios genommen hat. Und das ist die Gestalt, in der sie heute noch im modernen Griechenland präsent ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.